Hallöchen Leute, und da sind wir wieder beim Landwirtschaftssimulator 2013 Megafarm. Heute mit dem Phil. Guten Tag. Mit dem Shira. Hallo. Naylord ist auch dabei. Und Hallo. unser Adcrafter Moin 27. moin. Öfti. Ich werde nach, Phil. Ich muss Eis erstmal ist. aufladen. Eis in mir den Weg. Wir starten jetzt Beladen. einfach. Nähmaschine auf. Beladen. Beginnen. Ja, das haben wir hier rausgefunden, das geht. So. Unser Phil geht schon sehen. Adcrafter geht grubbern. Grubbern. Shira geht bei mir abfahren. Und Nylat geht auch dreschen. Bin ich schon voll? Ach scheiße, das ging ja schnell. Ja, es geht relativ schnell. Nochmal den neuen. Hier im Teamspeak sind wir auch im Channel geblieben. Das heißt, wir könnten jetzt auch Besuch bekommen. Aber Ja. das auch cool. Ah, ist auch nicht schlimm. Nö. Mal Nö, was können wir ja kurz Neues. sagen. Oh, was umgekippt hier? Ach du Kacke. Ja, Der was hat aber kommt jetzt schon Gewicht, für ne? Besuch so spät abends noch? Ja, Aber echt. die zwei, die nach oben sind. Dass die Ja. runterkommen. Alter, die Kurve. Boah. Aber hier ist schon gegrubbert, oder? Nee, doch, nein. Hast du gegrubbert? Werden wir gleich sehen. Ja, Ja, wenn es dunkel ist, ist es nicht. Wenn es werde ich gleich sehen. so graumäßig ist. Da ist schon gegrubbert. Ja, dann geh auf Feld 13, wo ich bin, Genau, grubbern. 13. Dann tue ich hier schon mal sehen. Raps, oder was? Raps sehen, ne? Ich denke mal, Raps ist am Ja. Anfang, bis wir Geld haben. Da haben wir schon ein bisschen offline weitergespielt, damit wir mehr Ja, Geld auch bekommen. weitergespielt. Gedroschen und ge. Ich habe viel gedroschen und. Ja, ich wurde gedroschen. Ich will sagen, Wurde das verdroschen? Oh, wow. was haben wir denn hier eigentlich noch? Spiegel aktiv? Allrad? Ja, Allrad lassen wir an. Das Ding muss richtig ackern. Ja, Vollgas, ey. Alle vier Räder. Differentialsperre noch rein und dann Ich geht's finde runter, das ey. so geil, wenn der. Ja, der sät überhaupt nicht. Ach, Er muss soll ich noch einschalten. erstmal senken? Nee, ich hätte noch erstmal senken sollen. Ja, du kannst auch in der Luft ziehen, ist Das kein hält. Problem. Alles geht. Hä, das, Ja. ich sehe überhaupt nicht, dass ich was gesät habe. Hast du Ah, aufgeladen? doch, Ist die jetzt. voll? Ja, doch, doch, Ach ist so. jetzt. Ich finde das so geil, wenn du die Maschine anstellst, dass der. Den Gas. Dass der richtig mit der Drehzahl hochgeht. Was ist denn das hier eigentlich links, was man kaufen kann? Ja, Jetzt so ein, wo das. ich jetzt bin, da ist links daneben so ein. Ist auch Wird noch wohl eben eine dann Halle oder so. alle oder so Irgendwas. sein, ja. Ja, WGA und einer. so können wir ja auch kaufen, gell? Ja, müssen wir halt. Ja, Einer würde hat ich jetzt auch mir einen sagen. Kommentar geschrieben, dass das Wasser eben für die Kühe, Schafe, Schweine und so weiter da ist. Ja, das habe ich wohl gewusst, für die Tiere halt. Welches Wasser denn? Ach, das Das, ja, wo ich mich Wasserdampfer, was wir geduscht da habe. hatten, war. Was wir am Hof da haben, weißt du, diese Ach, Behälter dieser da. komische Hahn Wo jetzt da. am Anfang drin stand. Ach Wo ja, er okay, gesagt das. hat, ich nehme doch mal kurz schneller zum Schneidwagen mit. So, Gehörne Ey. gerichtet. Okay, das ist. Da muss man Wasser auffüllen dann, oder was? Genau, damit die Kühe und so zu trinken haben. Ah ja, ich wusste nicht, dass man das da auf. Ich dachte, da füllt man Und hier so ein Fass irgendwo. ja, schon ein Fass. Du fährst mit einem Fass ins Wasser sozusagen. Oder kannst kaufen, das weiß ich jetzt noch nicht. Na, Wasser kann man am Fluss holen. Ja, genau, du fährst einfach mit Ah, einem krass. Fluss, dann pumpt er das raus, im Fass, mit dem Fass auf dem Hof und am Hof dann rein. Leute, das hast du jetzt sehr schön gerade Okay. gerückt. Nice. Ist einfach super. Ich bin spitze, danke. Danke für die Kommentare. Für die Kommentare, für Komplimente meine ich. Danke für die Kommentare. Ja, So, so. so sind sie, die YouTuber, ja. Ja. Danke für die Kommentare. Immer nur in Danke, die danke. Kommentare denken. Was sonst? Wollte ich auch gerade sagen. Das Leben ist ohne Kommentare sinnlos. Oh, ich habe voll jetzt hier im Büsche stehen lassen. Es tut mir jetzt echt leid. Muss ich gleich nochmal Das rückwärts geht jetzt sehr setzen. mit der Hand. Das wäre echt cool, wenn man mit der Hand Oh, dann das. was abwerfen könnte. Ja, genau. Hält hier wie so eine alte, so eine Sense, weißt du? Nimmst du so Genau. ein. Oder so eine Zack, zack, Sichel. zack. Zack, zack. So, den Büschel hole ich mir nochmal. Das wäre auch Wollen wir mal eine erstmal ein coole Idee. Schlückchen trinken hier? Da habe ich nichts dabei. Tja. Los. Ja, ich brauche doch was zu trinken, Shira, ein ich glaube, du musst Schlücke. noch näher ran. Ja, kommt doch noch. Und weiter nach vorne fahren, ja. Das wird sonst nichts da. Schneller, Shira. Hopp, hopp. Ja, so haben wir es gern. Aber die Sämaschine ist geil hier. Ja, Gruber geht so.
Nein, Grover ist nicht gerade berauschend. Aber gibt's eigentlich bei den Dreschern vorne die Aufsätze noch breitere dann und so? Ja, klar, klar. Wie ach, sieht's krass, alles noch breiter? Haben wir eigentlich düngetechnisch dann was zum Spritzen oder zum. Du spritzt noch gerne nicht. Dir mal was, wa? Ich glaube, Maschinen haben wir, aber wir haben noch keinen Dünger. Ja, spritzen ist geil. Heiße Luft. Ja, stimmt. Genau, so ein Spritzel mit heißer Luft vollziehen und. Ah, ja, ist schon cool, wenn warm. Du so im Sommer so kaltes Wasser und dann so runterspritzt, da, ey. Oh. Das kalte Wasser. Spritzen, ja. Shiro, du musst schneller fahren. Was. Ja, ich stelle doch gerade die Dings ein. Ich finde das schon cool. Also richtig dann kaltes Wasser, schön warm draußen, dann. Uah. Mir fehlt ja, da gerade so dann ein. Weißt du auch, womit ich dich im Sommer begrüßen werde? Mit gar nicht auch. Und 10 Liter Eimer kaltes Wasser. Datsch. Servus, Steffi. Mir fällt da so ein Video ein. Fällt ein Video ein? Ach so, ja. Das kalte Wasser. Ja, ja. Hab gerade erst überlegt, WTF, was ist los? Weißt du, wie du wissen will? Ihr nee, Kommentar schreiben. Ich will wissen. Ich will's wissen. Fällt Fasten da. Oh, ich will mehr. Ich fahr mit 9,5, 15, 16, 5, boah. Ja, Frauen am kann Steuer. Ich meine Geschwindigkeit auch noch hoch. Das geht nicht gut. Ich fahre eigentlich mit 3. Wie kann man hoch? Geschwindigkeit kann man bei später oh. Erhöhen, oder? Nee, bei mir geht's nicht. Ich drück plus und passiert nichts. Nee, geht nicht. Hat da kein ES-Limit da drin, schade. Ich fahre mit 6,5, 6,8, 7,2. Ich fahre Vollgas. Ah, jetzt geht's dann ich fahre auf der 2. Ich fahre auf der 3. Schneller geht eh nicht, das wird 12 oder so. Muss ich ein bisschen weiter nach links lenken. Von der inneren Sicht zu fahren ist nicht unbedingt so einfach, ne? LS mag ich in der Innenansicht irgendwie nicht so gerne fahren. Ja, Dreschen ist gar nicht so schlimm. Mit so einem kleinen Drescher so. Teste gerade mal. Ja, ja, manchmal lasse ich danach, habe ich da halt, dass ich aus Versehen ein bisschen zu weit nach rechts lenke dann. Ja, beim Mietdrescher da so geht's ja nur, weil du vorne siehst, was du machst, aber bei dem. Ja. Dem Maschinen, ja, bei den anderen, da geht's nicht. Ja, ich Haus finde ab. Das schon schwer. Also wer das richtig drauf hat, nur innen fahren, Hut ab, ey. Respekt, ja. Da bräuchte bei man ES, bei. Ne, wie hieß das nochmal? Ja, Eurotrucks, ETS. ETS. Ja, da ist geil. Da ist Innenfahren nur Hammer. Mm. Richtig geil. Jo. Aber hier bei LS fällt mir das irgendwie richtig schwer, so. Wenn wir noch so Spiegel hätten, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, aber. Ja, haben wir eigentlich drauf, ja. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Doch, bei manchen funktioniert das. Der Spiegel aktiv, das der alt links. Naja, ja, links geht aber immer bei jedem. Hier bei, ja, da geht aber nichts. LS, da musst du ja hinten nicht so achten, wo du da mit dem Grupper lang machst und so weiter. Oder musst du ja darauf achten, wo du mit dem Grupper lang machst und bei ETS nicht. Bei ETS musst du nur schauen, dass du genügend in der Kurve ausscherst. Ja. Ja. Und das passt. Nicht so genau zu fahren, das stimmt. Oh, der Mähdrescher wird bald leer. Wir können ja mal eine Runde ETS dann so spielen, so. Irgendwie. In Hangout. Ja, zum Beispiel. Oder das machen wieder mal einen Livestream. Machen wir einen Livestream übers Hangout. Ja, Livestream ja vom Hangout. Warum sollte ich das nicht gehen? Haben schon öfters gesehen. Ja. Wird's auch noch dunkel, ey. Ja, und ich muss bald, nach der Runde muss ich erstmal danken gehen, dem Mähdrescher. Und dann zu Feld 15, oder? Nee, ja. Ab wie viel Uhr kannst du eigentlich die Zeit dann hochstellen? Also ab wie viel Uhr zählt eine Nacht? Halt. Ich glaube, jetzt müsste eigentlich schon gehen, oder? Weiß ich nicht. Mal testen? Ja, aber ansehen ist blöd, weil dann wächst das alles so unterschiedlich. Nee, geht noch nicht. So, ich hab hier gerade einen Mega-Fail. Oh, was machst du denn? Dreschen. Aber ich hätte gerade voll so eine kleine Insel. Okay. Stehen gelassen. Ich dachte schon, dass du drescht, aber was du machst. Dreschen. Ja. Einiges mache ich. Was er für ein Blödsinn macht, meine ich. Ja, dreschen macht er. Er verdrescht seinen Drescher. Ja. Genau. Maschira, also. Machst automatisch, sonst geht's aus. Maul. Ich kann mich an deine Geschwindigkeit nicht anpassen, irgendwie funktioniert das nicht. Ja, dann musst du halt Helfer immer 1, 2, 1, 2, 1, 2 fahren. Das habe ich vorher, habe ich früher auch gemacht. Gas geben, stopp. Vor allem WS, WS, WS. Ja. Mach's jetzt band. Oder ihr wartet einfach, entlässt und wartest, bis sie wieder voll ist, wieder entladen. Wieder. Oh.
vor allem da später schon auf Kühe und auf ja, Hexen Mann. Und so. Ja, da Hexen, ja. Da bin ich auch noch gespannt. Ich als Anfänger halt, ich weiß ja, ich kenne das halt noch alles gar nicht. Ja, du musst dann Gras mähen, Häckseln gehen. Hast du lang? Keine Ahnung. Ich wollte jetzt fertig machen. Hast du ja Ultimate? Ja, Shira, dann geh mal Nylat auslernen. Hey, Ingwer hat angefangen schief zu mähen. Ich hab auch schief angefangen zu mähen aus Versehen. Ja, ja, schäm dich. Da steht schon wieder ein Büschel, ey. Ich fahr wieder in der Außenansicht, ey. So, mich jetzt bitte abdanken. Alter, du lässt alles stehen da. Nee, nee. Ey, das ist doch echt ein Phänomen, oder? Ich hab doch jetzt die ganze Zeit im Teamspeak habe ich keine Probleme gehabt, dass ich irgendwie einen Frosch im Hals habe oder irgendwas. Aber kaum ist Aufnahme. Ich mach Fraps an und drücke F12, Alter, und merk in meinem Hals, wie sich da so ein dicker, was weiß ich, der Klumpen. Ja, jetzt hätte ich fast was gesagt. Bildet, ey. Oh, also auch bei mir auch so. Jedes Mal beim Let's Play machen, zuerst ganz pipi fahren, dann nimmst du auf einmal. Ja, das ist echt unglaublich, oder? Ja, mei. Aber, Nailat, was dreschst denn du? Raps. Achso, okay, dann geht's eh. Du auch, oder? Ja, ja. Wofür brauchen wir denn dann irgendwann eigentlich hier dieses Dinkel und Sojabohnen und so ein Zeug, was wir ja auch haben? Vielleicht fressen das die Tiere. Entweder so oder du kannst das verkaufen. Was der Preis ist. Ja. Viel später ist hier ein Schlechtes, mal auf dich. Das auch noch verschiedene Felder hat. Realistischer. Ein Bauer ist ja auch nicht nur überall. Ich dachte vielleicht, dass es irgendeinen Sinn hat oder so. Ja, es hat wohl auch Sinn. Es gibt da ja so eine Werkstätte, so ein Pfuscher. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so heißt. Was, Pfuscher? Pfuscher, ja. Ah, Schwarzarbeit macht. Gar nicht. Der sagt zum Beispiel, bring mir 10 Eier, dafür repariere ich deinen Schlepper oder so. Da kann sein, dass er sagt, vielleicht eine Tonne Dinkel, dafür repariere ich dir das. Eine Tonne Dinkel schickt mir den Hof, dann repariere ich den Schlepper. Nachdem ich eine Tonne Sojabohnen erstmal aus meinem Hof rausgeschippt habe. Habe ich gelesen. Den muss halt irgendwelche Fruchtsorten bringen, ach, die er braucht. Ach, den gibt es. Ach, den gibt es hier auf der Mitte. Ja. Schwarzarbeiter. Ach so. Schwarzarbeiter. Der Anführer ist ein Schwarzarbeiter. Der macht nicht für Geld, sondern für Rohstoffe. Ja, den musste halt mal. Oder der will mal ein bisschen Kuhmist haben oder so. Da weiß er genau alles, wie weiß ich nicht. Aber seine Blumen düngen kann. Ach, du Grobost. Ja. Oh, hoffentlich komme ich mit dem Drescher in die Tankstelle rein. Ja, das geht sicher aus. Ach, du bist auf 14? Ja, ja. Oh, ich bin zu 12 hochgefahren. Ah, da bin ich, glaube ich. Ja, da bin ich am 10. Also, unser Shira, da fährt er nämlich gerade weg. Nee, einschalten. Die Schleppen sind so auch gut. Das. Hinten so ein krasses Licht, vorne so schwach. Ich finde hier den Schlüter total geil, wie der ackert auf dem Feld und so. Das finde ich richtig geil. Ja, das ist halt, die Mods sind doch besser programmiert als wir die Standardfahrzeuge. Weiß ich noch immer nicht, warum die das nicht zusammenbekommen. Ja, vor allem Blinker und so. Es wäre schon Hit, wenn das als Standard drin wäre. Was ist schon seit LS 2008 gibt. Wir haben Blinker? Ja, Numpad 1, 2, 3, aber nur die Mods, nicht Standardfahrzeuge. Mhm. Der Schlüter hat wirklich Blinker. 1, 2, 3 Numpad. Ja, aber nur Schlüter hat das. Nur die Mods. Nur die Mods. Ja, gut. Keine Standard. Dass sie das noch nicht geschafft haben. Ist auch ja, aber welchen Schlepper? Welcher Schlepper ist das jetzt von uns, der mit dem Standard LS ist? Haben wir da einen überhaupt? Ja, alle, bis auf den Schlüter. Genau, alle außer Schlüter. Ach so, alle außer der Schlüter sind in Standard LS. Ja. Die wir. Ah, okay. Okay, die ganz die alten glaube ich nicht. Oder? Weiß ich gar nicht, ob die drin sind. Der Hatz und der Hatz und Schnatz und Patz und. Genau, der Hatz und der Deutz, die 80 sind die glaube ich nicht drin, die sind Mod. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir die Zeit. Wer der bei der Seemaschine dabei ist, der alte. Ja, jetzt bin ich bei 92%. Ja, dieser ganz alte da, dieser 6 km/h. Der kein Dach hat, oder was? Genau. Ja, nee. Ich denke, die da so aufeinander gehäuft standen. Hey, die sind, glaube ich, die sind der Standard drin. Ich weiß nicht. Sicher sind die Standard. Ich habe mich angefahren. Okay, kann ich sein. Nicht ich mal so nicht hin. Ich habe mich da noch nie auseinandergesetzt. Wow. Doch, die sind Standard.
Wenn nicht, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ich Pech gehabt. Wenn nicht. Klärt uns auf. So, jetzt war das hier. Alter, jetzt, oh, da muss ich echt schon nah ran. Nee, ich spiel Gamepad gerade. Oh, ich muss noch ein Stückchen ran zu dir. Was, du spielst Gamepad? Ich spiele LS. Ich spiele mit Gamepad. Ach so, aber ich spiele auch Gamepad. Ist locker ein geiles Game, also. Ist das ein cooles Game, oder? Ja. Sieht aus wie LS 13 mit Mods. Ist total geil. Macht mehr Spaß als erwartet. Oh ja, ist ganz gut. Gutes Gamepad halt, ne? Okay. Witze, muss ich mir auch mal holen. Achso, genau. Ich denke mir gerade, warum das so Gas gibt dabei. Einfach sämtlich vorgedrückt und hochgelassen. Ja, ist mir eben so, bin ich, hab ich auch angefangen, hab mit Maschine angeschmissen und denke, hä, wieso macht denn der nix? Ja, ich war während noch an, weil ich gerade die Tasten so durchprobiert habe. Das mache ich auch mit dem Gamepad, auf einmal sitze ich in einem anderen Laster drin oder sowas. Denk mir so, na toll. Einfach mal alle ausprobiert, die ganze Zeit durchgeswitcht so. Was macht nee, der Knopf hier? Nächster Schlepper. Oh, der hier, ich verstehe nicht, was der macht. Nächster Schlepper. Nee, ich habe jetzt gerade herausgefunden, wie ich Licht anschalte und sowas. Danke. Und was so mich noch ein bisschen wundert, wo wir uns mal drum kümmern müssen, jetzt hier schon mehr wie das halbe Feld gesät und habe in meiner Sämaschine noch 99% drin. Ja, uff, kann ich aber auch nichts daran ändern, warum das sein sollte. Ja, aber das ist auch, glaube ich, ist groß hier, die für, ja, okay, Feld 12. Naja, nee, nee, normal muss das schon verbrauchen, aber wird halt auch an dem Mod liegen, schätze ich mal. Ja. Oder es kostet mehr. Weil das ist ja der Mod, das ist ja die Mod-C-Maschine, das ist nicht die Standard. Okay. Müssen wir dann bald wieder mal einen Livestream machen. Aber bei dem bin ich auch nicht mal wirklich dabei. Livestream? Ach, die große Seemaschine oder was? Ja. Livestream. Ein Livestream. Genau. Darauf hätte ich auch mal Lust. Heute zeigen wir euch mal Rindfleisch. Danach kommt gefolgt von Schweinefleisch. Ich könnte immer noch so abfeiern über die Leute bei DSDS, ey. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen. Ich könnte so lachen, ey. Ich habe mir das gerade unter RTL Now angeguckt. Also ich finde das ist so schlimm, ey. Da gibt es ja so Voice of Germany, DSDS und ja, langsam. Ich muss trotzdem ehrlich sagen, dass ich es immer noch angucke und echt manchmal auch Stimmchen dabei sind, gell? Das muss man schon sagen. Ja, ich das schon, wobei, also, aber ich DSDS... das nicht so, du kannst halt deutsches DSDS oder X-Factor nicht mit englischem oder amerikanischem vergleichen, weil wenn jemand das amerikanische X-Factor gewinnt, ja, der kriegt schon mal von vorne weg einen 5 Millionen Dollar Plattenvertrag bei Sony BMG. So, Sony BMG, einer der größten Plattenlabels weltweit. Und da hast du dann einen 5 Millionen Plattenvertrag. Und guck mal, zum Beispiel Leona Lewis, Kelly Clarkson, egal wie sie heißen, das sind Leute, die man kennt. Das sind Leute, die man von hört. Aber jetzt guck doch mal, Alexander Klavs, oder habe ich heute erst gelesen, der Sänger, der Gewinner da von DSDS. Was hörst du von denen? Von denen hörst Alexander? Du das erste Jahr noch. Danach ist Totenstille von denen. Ist aber bei allen so. Ich lieber The Voice of Germany irgendwie. Also bei Mark Medlock oder so war das auch. Am Anfang noch voll der Hype drüber und vielleicht maximal ein Jahr und dann still. Und das ist halt der Unterschied, gell? Ich hab fertig getrashed, was soll ich denn jetzt machen mit dem Feld? Kuban, okay. Oder der, Also erstmal bringe ich die Maschine zurück und 17% habe ich noch drin, die sollte ich vorher noch bei Shira entladen, wa? Ich glaube, bei mir blinkt das Ölzeichen. Ich würde sagen, du müsstest das Öl wechseln, Mann. Aber letztes Jahr fand ich's kack. Letztes Jahr habe ich das DSDS überhaupt nicht geguckt. Da war ja in der Jury, war ja die von Tokyo Hotel dabei, oder? Ich habe nicht geguckt. Jungs, die sind zwar ultra erfolgreich, mega erfolgreich, aber ich kann die nicht gucken. Ich auch nicht. Ich kann die mir einfach nicht angucken. Heuer finde ich nicht so schlimm. Das ist ganz angenehm irgendwie. Naja. Ja, weil so jeder irgendwie so komplett eine andere Einstellung hat. Ah, ja, die Malte von den Rosenberg, gell? Ja, die ist halt total kritisch. Schau mal nach in der Zeit aus.
Ist das wahre Zeit Liebe? Sagt, damit ja nicht antwortet, noch 15 Sekunden. Ja, genau. Bei mir ist gerade aus. Wo steht denn der Ölkanister? Am Schlepper. Eine neue Putzfrau ist wie ein neuer Baby. Hattet ihr doch den Ölkanister gestern? Na, 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 na. Der müsste am Schlepper sein. Ach, ihr habt ihn da dran gehängt. Ja, damit du umfahren kannst, weil der Schlepper mal let's steht. Sing, let's sing together LS 2013. Genau. So, und ich mache jetzt einfach mal einen auf Arschloch. Genau. Sag, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis wieder. Zum nächsten Mal. Okay. Ja. Tschüss. Kurz was, ich muss noch was anhängen. Bis dann, tschüss. Ciao. Nicht vergessen, liken. Ja, genau, nicht vergessen, ja. Like. Liken. Genau. Ja, nicht vergessen. Tschüss. Niemals. Ciao.